Liebe Zuschauer, nun werden Sie fragen, da müsste doch eigentlich in Erfurt bei der Leichtathletik. Ja, Sie haben recht, aber ich hatte ja einen heißen Sendeablauf angekündigt und ist es wahrscheinlich so warm geworden, dass irgendwo da im Elektrosystem im Erfurter Stadion eine Sicherung durchgebrannt ist. Tja, die Wettbewerbe können weitergehen, denn die Kampfrichter greifen jetzt zurück auf das Bandmaß und die Stoppuhr mit Handbetrieb, aber wir können Ihnen natürlich so schnell keine handkolorierten Bilder dazu liefern. Wir hoffen natürlich, dass der Fehler ganz, ganz schnell gefunden und auch behoben wird und dass wir dann nach 17.10 Uhr von der Leichtathletik wieder original berichten können. Wir haben jetzt noch eine Reprise vom Veranstaltungsbeginn heute Nachmittag. Da standen ja einige technische Disziplinen an. Sie hörten schon das Resultat bei der Einleitung im Diskuswerfen. Und diese kurze Zusammenfassung wollen wir uns jetzt anhören, kommentiert von Wolfhard Kupfer und natürlich auch ansehen. Das wird der Wurf, von dem Heinz-Florian Oertel am Anfang schon sprach, Gisela Beyers 70,32 Meter. Erster Durchgang. Die blaue Markierung an der 70-Meter-Marke ist übertroffen um 32 Zentimeter. Es lohnt sich, wieder mal die Rekordmarken zu nennen. 71,50 Meter von Evelyn Herberg-Jahl, der DDR-Rekord. 73,26 Meter, der Weltrekord von Galina Savinkova, UdSSR. Dieser Wurf im ersten Durchgang ist der weiteste des gesamten Wettbewerbs geblieben, obwohl die Konkurrenz doch recht nahe an die 70-Meter-Marke herankam. Irina Meschinski vom TSC in Berlin, im vergangenen Jahr verletzt und dieses Jahr wieder auf dem Weg nach vorn. Sie ist ja auch schon eine über 70-Meter-Werferin. Heute 69,20 Meter. Auf jeden Fall gestaltet Irina Meschinski den aus dem vergangenen Jahr gewohnten Zweikampf Bayer-Opitz zu einem Dreikampf. Das ist die Weltmeisterin von der DHFK in Leipzig, Martina Opitz. Zweiter Durchgang, weitester Wurf von ihr in dieser Konkurrenz. 68,96 Meter werden es sein. Die Werferinnen schenkten sich nichts bis zum Ende des Wettkampfes. Es blieb ein spannender Wettbewerb bis zum sechsten und letzten Durchgang. Aber die Weiten aus den ersten sind nicht mehr übertroffen worden. Dritter Platz also für Martina Opitz. Und nun zeigen wir Ihnen noch einmal Gisela Beyer. Das ist der dritte Wurf. Jetzt achten Sie bitte mal beim Abwurf auf die Hände. Da touchiert sie. Und warum das so bedauerlich ist, das können Sie hier selber abmessen. Da war Weltrekordnähe angezeigt. Aber der Wurf ist selbstverständlich ungültig. Beim Abwurf trat dieser Fehler auf. Andrea Binjas, die Leipzigerin, Sprunghöhe 1,94. Das ist das letzte Bild, das wir vor dem Netzausfall in Erfurt noch erreichten. 1,94. Als bisher Einzige über diese Höhe. Andrea Binjas. Und nun, liebe Sportfreundinnen, Sportfreunde, werte Freunde der Leichtathletik, kann ich Ihnen die erste Laufentscheidung dieses letzten Meisterschaftstages. Die Nachrichten zunächst. Liebe Zuschauer, es gibt eine neue Nachricht und das ist eine gute. In Erfurt ist alles wieder in Ordnung und wir schalten sofort um. Kugelstoßen. Ilona Briesenik beschließt den fünften Durchgang. Sie führt mit 21,20 Meter vor Ines Müller 21,15. Natürlich hat sich eine ganze Menge ereignet hier, aber wir bleiben vorerst beim Bild. Dritte im Kugelstoßen ist Helmar Knorscheid mit 20 Metern und 74 Zentimetern. Ich glaube, aus dem Studio haben Sie die Zeit für Mali Skör erfahren. 21,74, den Lauf hatten Sie noch gesehen.
Das sind 300stel Sekunden nur über Weltrekord. Bärbel Böckel zweit in 22,19. Gesine Walter dritte Bestleistung 22,34. Und Ines Schmidt vierte 22,87. Heike Dittrich beim Kugelstoßen. Sie hat bisher 19 Meter und 99 Meter weit erführt. Es wird jetzt in den vierten Durchgang gehen. Uwe Lange von Dynamo Berlin 8,05 Meter und Matthias Koch aus Magdeburg 8,01 Meter. Das sind die besten Leistungen bisher. Dies war Andrea Schramm im Speerwerfen ungültig und Heidi Krieger, die zweifache Junioren-Europameisterin des vergangenen Jahres, jetzt beim Kugelstoßen 19,55. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen nachholen, was wir alles verpasst haben. Deshalb werden die Fülle der Ergebnisse auf Sie einprasseln. Frank Emmelmann wurde DDR-Meister über 200 Meter in 20,48 Sekunden. Zweiter Thomas Schröder aus Neubrandenburg 20,56. Dritter Jens Hübler, Dynamo Berlin 20,63. Dann Diskuswerfen. Gisela Bayer 70,32. Sie ist DDR-Meisterin, hat ihren Titel verteidigt. Zweite Irina Meschinski, TSC Berlin 69,20. Und dritte die Weltmeisterin Martina Opitz mit 68,96. Ute Hommola beim Speerwerfen. Andreas Busse. 3:36.03, wieder persönliche Bestleistung. Dieser Dresdner ist in hervorragender Form und in bestaunenswerter Beständigkeit. Rosita Potrek vom SC Traktor Schwerin wird warten, bis die Schlange der 5000-Meter-Läufer hier die Kurve passiert hat. Der 5000-Meter-Lauf erst in der Anfangsphase. Wir warten hier auf Petra Felke. Potrek bislang nur etwa 52 Meter, also nicht das. Und auch dieser Wurf total verunglückt. Dann noch das Ergebnis der 1500 Meter der Frauen. Was ich für Busse sagte, gilt ebenso für Ulrike Bruns vom ASK Vorwärts aus Potsdam. Sie war die eindeutige Beherrscherin des Feldes, auf der letzten Runde auch im Sololauf und im Ziel, gemessen mit 4:01.38. Auch das verlangt den Kommentar vorzüglich. Liane Schmul, TSC Berlin, 20:32 im dritten Versuch. Das war ihr Bestes. Sie ist derzeit Sechste. Und Petra Felke, die DDR-Rekordhalterin. 74:72 am 5. Mai im jugoslawischen Celje. Antje Kempe, ihre Clubkameradin, ist nicht dabei, ist verletzt. So ist sie die haushohe Favoritin. Sie führt mit 64 Metern und 4 Zentimetern. Oh, sehr steil angestellt. Sehr steil angestellt, zu steil. Damit wir dann wieder im laufenden Programm sind, sei auch dies noch vom Hochsprung der Damen nachgetragen. Hier die Meisterin Andrea Binias vom SCD AFK Leipzig mit 1,94 Meter vor Susanne Helm, Dynamo Berlin, 1,91 Meter. Margitta Pufe war dies. Die Fünfte könnte sie sein mit 20,52, jawohl. Auch sie hat die Konkurrenz beendet. 28 Grad Wärme, Gewitterschwüle, für die Weitspringer leichter Rückenwind. Helma Knorscheid, 20,74 aus dem zweiten Versuch. Welche Position? Dritte. Nach ihr 21,06, der nächste 21er. Sie bleibt Dritte. Vor ihr Müller und Briesenick, die noch nach ihr kommen. Gleich ist das Kugelstoßen der Damen beendet. Aber beim Kugelstoßen, Dirk Thiele? Ja, Ines Müller, wir kommen gleich wieder zum Weitsprung, aber die Kugelstoßerinnen sind, wie gesagt, gleich in diesem Feld. Werner Schildhauer, mehr dann dazu. Jetzt hat Ilona Briesenick den Vorrang. Die Serienmeisterin hat gewonnen, ist DDR-Meisterin 1984. Ihr letzter Versuch, Ines Müller, die Weite 20,86. Die Medaillen sind verteilt. Zweite Ines Müller, dritte Helma Knorscheid. Und Meisterin mit wahrscheinlich 21,20.
Ilona Brisenik hat natürlich den Weltrekord von Natalia Lisowskaja, diese 22,53 mit einem Aha, aufmerksam registriert und kommentiert. Im Verlauf der Saison wird von ihr auch noch einiges zu sehen sein. Sie beschließt mit 20,43, heute also der Titelgewinn. Aber sie geht ihre 200 Meter immer sehr schnell an in der 400 Meter Distanz. Jetzt 2,55. 3,19,05. Das ist der gültige Weltrekord. In Athen gelaufen. Ich glaube, das wird Weltrekord. Das wird ganz dicke Weltrekord. Klasse, diese vier. Komm, Marita, komm ins Ziel. 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oi. Ein Traumweltrekord. 3,15,92. Ein Fabelweltrekord. Es war zu vermuten. Aber dass sie so stark laufen, dass sie ihn um über 3 Sekunden unterbieten, das ist ein Beamen-Weltrekord in der 4x400 Meter Staffel der Frauen. War das auch eine Staffel ins nächste Jahrhundert? 3,15,92. Nochmal, 3,15,92. Ich glaube, die kann man nicht oft genug hören. Oh, war das ein Glanzpunkt unter die Frauenwettbewerbe. Liebe Staffelmitglieder, und nun... Und 28.000 haben ihren Anteil daran. Sie haben diese vier begleitet, unterstützt. Marita hat extra auf die 200 Meter verzichtet. Da hätte sie sicherlich auch Meisterin werden können. Malis Gür lief ja diese Glanzzeit. Aber alles für diese Staffel. Ein Klassequartett. Drei Erfurterinnen. Schützlinge von Erhard König. Und dann der Meier-Schützling aus Rostock. Marita Koch. Ehrenrunde, Aufmerksamkeit für sie, aber auch die anderen verdienen, ins Licht, sprich ins Bild gesetzt zu werden. Die Meisterin im Speerwerfen, Petra Felke, im letzten Durchgang. Dieses Klasse sollte man verallgemeinern, auch wenn es der 4x400 Meter Staffel der Damen gilt. Ehrenrunde. Für diese vier. Im Einzellauf gewann Marita vor Sabine und Dagmar. Gesine wurde heute Dritte über 200 Meter. Sie lief ja gestern die 400 Meter nicht. Der zweite Weltrekord dieser Titelkämpfe, einmal der in der kurzen Sprintstaffel der Damen bei den Clubs wohlgemerkt, die 42-2-0 für den SC Motor Jena und nun die Nationalstaffel. Nun wissen wir die Zeit offiziell. Ich würde sagen, liebe Zuschauer, wir machen noch eine Pause. Noch einmal 7, 8, 9, 10, Klasse! Denn das ist der neue Weltrekord. 3 Minuten 15,92 Sekunden. Die Bilder, die Stadionatmosphäre sprechen für sich. Ewart König, die Trainer sind dabei natürlich. Sie haben ihren Verdienst an dieser großartigen Leistung. Die drei Erfurterinnen. Oh, was wurde dort auch für eine Arbeit geleistet im 400-Meter-Bereich. Ganz große Klasse. Bei diesem Sturmlauf ist natürlich alles andere untergegangen. Diese Staffel hatte 100 Meter Vorsprung. Unterschiedliche Typen sind es. Marita Koch, die Dame mit der größten Grundschnelligkeit. Sabine Busch, die mit der größten Steigerungsrate.
Die kleine Dagmar Rübsam, die große Kämpferin. Und Gesine Walter, die elegante Sprinterin. Dieser Weltrekord lag in der Luft und nun ist er da. Die 4x400 Meter Staffeln, eine Domäne von DDR-Sprinterinnen. Ich nannte vorhin schon die alte Marke aus dem Jahre 76. Malecki, Rode, Streit, Bremer, das waren die vier. Dann Simon Emmelmann, Busch, Rübsam, Koch, Wien, Athen, die Weltbestmarke setzten. Und drei von ihnen waren heute dabei. Jetzt sind sie hier vor der großen Ehrentribüne und werden da noch einmal gefeiert. Professor Witschisk, der Präsident unseres Leichtathletikverbandes, ist jetzt bei diesen vier. Und logischerweise geht es nicht so schnell, um zum nächsten Punkt der Tagesordnung, sprich des Zeitplanes, überzugehen. Zeltauer, dem hallischen Weltklassemann über 10 und über 5 Kilometer, wünschen wir baldige und gute Besserung. Er leidet immer noch unter einer Oberschenkelzerrung. Hoffentlich kann er bald wieder dabei sein. Das war Kerstin Brauer. Hört 100 Meter Hürden der Frauen. Auf Bahn 1 die Französin Marie-Noëlle Savigné, daneben ihre Landsmännin Michelle Chardonnay, die mit 13,02 ihre persönliche Bestzeit angab. Dann die ungarische Meisterin Xenia Siska, dann Edith Ocker, Ulrike Denk vom ASV Köln. Daneben Marian Olislager, die Holländerin Laurence Eloy und Claudia Reidig von MTG Mannheim. Klar in Führung die Ungarin Xenia Siska. Sie stellte schließlich einen neuen ungarischen Rekord. Die nächste Konkurrenz, 800 Meter der Frauen. Im Bild groß sahen wir Margit Klinger vom TV Obersuhl, die klare Favoritin über diese Distanz. Das ist die Nummer von Margit Klinger, die 23-jährige Verwaltungsangestellte, vierte der Weltmeisterschaften 83 in Helsinki, dritte bei den europäischen Titelkämpfen ein Jahr zuvor in Athen. Und Sie sehen, wie klar sie hier doch dieses Rennen dominiert. Drei Jahre lang die deutsche Titelträgerin über diese Strecke und sie hält ja auch den deutschen Rekord in einer Minute 57,22 Sekunden. Die letzten 150 Meter in etwa ungefährdet Margit Klinger vom TV Obersuhl, die dieses Rennen locker nach Hause läuft. An zweiter Position, das ist Monika Benz vom VfL Ockenhausen, dritte Petra Kleinbram und Margit Klinger dann schließlich im Ziel mit einer Zeit von 2 Minuten 00,64. Der Kugelstoßwettbewerb bei den Damen, ein Zweikampf zwischen Claudia Losch, die wir hier im Bild sehen, die in dieser Saison bereits 20,38 Meter gestoßen hat. In Münster bei den Universitätsmeisterschaften, hier ein ungültiger Versuch. Sie war mit ihrer Leistung nicht zufrieden, wurde schließlich Zweite mit 19,74. Ja, und diese Dame, die uns hier so charmant ihren Rücken zeigt, sie hat eine besondere Technik, man sieht sie kaum von vorne, das ist Helena Wiebinger-Rowa. Die Weltmeisterin von Helsinki, die übrigens hier auch den Stadionrekord hält mit 21,87 Meter. Diesmal reichten ihr 20,84 Meter zum ersten Platz. Nicht nur für Ludmila Antonova, sondern auch für Danuta Bulkowska aus Polen. Die Athletinnen aus Boykottstaaten bestimmten diesen Wettbewerb. Nächste Höhe. 1,97 Meter. Ludmila Antonova versucht, ihren eigenen bulgarischen Rekord um einen Zentimeter zu verbessern.
Landesrekord für die Antonova. Und abermals kontert Danuta Bulkowska, die 25-jährige Polin, die nach diesem geglückten Versuch nur noch einen Zentimeter vom polnischen Landesrekord entfernt ist. Und dann legen die Kampfrichter in Wörstadt die Latte auf 1,99 Meter. Das wäre Einstellung der Weltjahresbestleistung. Erst eine Athletin bewältigte 1984 diese Höhe, und zwar die Kubanerin Silvia Costa. Ludmila Antonova wieder. 1,99 Meter. Simone Schumann auf der zweiten Bahn von rechts, die ihren Vorlauf sicher gewonnen hatte, die jetzt schaut, es gilt unter die ersten vier zu kommen, das ist kein Problem. Pomoschkinauer und Simone Schumann, die beiden Ersten. Also die Leipzigerin ist erst einmal im Finale, das hatte man auch von ihr erwartet. Im nächsten Halbfinale dann Ute Beck. So, nun also das zweite Semifinale und ganz rechts auf der Bahn 1 wird Ute Beck vom SC Karl-Marx-Stadt laufen, die ja auch unsere Juniorenmeisterin ist und die es ebenso wie Simone Schumann relativ leicht haben sollte, in das Finale zu kommen. Da sind die Namen der Läuferinnen angezeigt, also Ute Beck, DDR, dann Martina Frank aus der BRD, Teresa Arian aus Spanien, Simone Jacobs Großbritannien, dann Jelena Federova aus der UdSSR, Manuela Frattini aus der Schweiz, Moël Leroy aus Frankreich und Gisela Trombin Italien. 17 und 18 Jahre alt, diese jungen Sprinterinnen. Die Bestzeit dieser acht hält Ute Beck mit 11,46 Sekunden. Die Kamera hatte sie in der Großeinstellung. Wie gesagt, ganz rechts, dort an der Rasenkante, da läuft sie. Und ganz sicher, jawohl, sie, die Britin, 11,65 die Zeit für ein Semifinale bei Junioren-Europameisterschaften. Ist das recht ordentlich? Also da und Bestätigung der Bestleistung. CK Markstedt, die es schafft, hinter der albanischen Läuferin Pavlina Evro, ebenfalls mit dem Finale Natalia Schmurik aus der UdSSR und Elias Lyon aus Großbritannien und vor Jana Sobotka aus Karl-Marx-Stadt, 6,40 Meter. Dritter Durchgang hier vor der Haupttribüne, die nahezu gefüllt ist mit 4.000 bis 5.000 Zuschauern. Bei der vormittäglichen Qualifikation, es waren 6,20 Meter gefordert, hat sich Baluta ziemlich schwer. Aber jetzt hat sie sich erneut verbessert auf erstaunliche 6,67. Die zweite im Weitspringen stellt sich vor, Monika Bayer, die 18-jährige Neubrandenburgerin. Ihr erster Sprung war immer noch der beste mit 6,46 Meter. Jetzt sind wir mittlerweile im Endkampf, vierter Versuch. Ja, das war nicht so schlecht. Mal sehen. Monika Bayer trainiert bei Klaus Bark. Und 6,48 ist das bisher allerbeste, was sie zustande brachte. Und nun hat sie eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt mit 6,53. Jana Sobotka vom SC Karl-Marx-Stadt. Die 17-Jährige immer noch auf Rang 3 beim Weitsprung mit 6,40 Meter aus dem zweiten Versuch, jetzt ihr vierter. Na, auch das kann eine Steigerung gewesen sein. Da ist es, schwarz auf weiß. Monika Bayer konnte sich nicht mehr verbessern. Nun der letzte Sprung für Jana Sobotka, für die Karl-Marx-Städterin. Monika Bayer blieb an zweiter Stelle. Jana Sobotka ist noch Dritte.
mit 6,48 Meter von vorhin. Die Tiefstrahler sind gezündet im Stadion von Schwechat. Es ist kurz vor acht. Es hat einen Fehlstart gegeben. Die jungen Damen sind nervös. Finale 100 Meter. So ist die Bahnverteilung. Simone Schumann aus der DDR, die Eidsprecherin des Turn- und Sportfestes auf der Bahn 1. Dann Henrietta Kessebe, Großbritannien. Simone Jacobs, Großbritannien. Ute Beck, die Karl-Marx-Städterin, auf der Bahn 4. Sie war die Beste im Semifinale. Fabienne Fischer, Frankreich daneben. Dann die beiden sowjetischen Sprinterinnen Jelena Fjodorova und Natalia Tomoschnikova. Martina Frank aus der BRD komplettiert das Feld. Seit 1975 wurden junge Damen aus der DDR Junioren-Europameister. Ich glaube, blendender Start von Ute Beck. Aber sie muss kämpfen. Die Britin ist neben ihr stark. Es wird einen Sieg für die Briten geben. Jawohl, eine Überraschung. Henrietta Kessebe, dann Natalia Tomoschnikova und dritte, glaube ich, ist dann Ute Beck aus der Liga vom Sportclub Dynamo Berlin, die mit ihrer Bestleistung fast 2 Meter vor den anderen liegt. Ich glaube, man kann sie durchaus als eine Ausnahmeerscheinung in dieser Konkurrenz betrachten. 17,94 im ersten Durchgang, damit führt sie klar vor Valentina Fedyushina aus der UdSSR 16,85 und Astrid Wagner DDR 16,79. Astrid Wagner hatte sich im zweiten Durchgang vornehmlich gesteigert und Heidi Krieger hatte eine Bestleistung von 19 Metern und einem Zentimeter. Das spricht Bände. Bei Willi Kühl trainiert sie. Da ist Astrid Wagner gewesen, die als nächste an der Reihe ist, die ja den Durchgang eröffnet. 18,06, also über 18 Meter. Und Astrid Wagner. Seit September 1982 trainiert sie eigentlich erst richtig das Kugelstoßen. 17,22 ihre Bestleistung. Knapp 17 Meter für die Cottbusserin. Es steht fest, dass Heidi Krieger die Junioren-Europameisterin des Jahres 1983 ist. Sie beschließt die Konkurrenz. 18 Meter und 6 Zentimeter bislang ihre beste Weite. Zur Erinnerung, Konstanze Simm vor 2 Jahren, 17,21, auch sie kam aus der DDR. Das kennzeichnet eigentlich nur die Stärke der Berlinerin, die wirklich im Kugelstoßen eine Ausnahmeerscheinung ist, ähnlich so wie Ilona Stupjanik, die ja immer noch den europäischen Juniorenrekord mit 19 Metern und 23 Zentimetern hält. Erster Platz DDR, erste Goldmedaille bei diesen Junioren-Europameisterschaften und dritter Platz DDR, zweite Valentina Fedyushina, dritte Astrid Wagner. 17,91 zum Abschluss für die Berlinerin. Die Österreicherin Gerda Haas wird sich an Sigrun Ludwigs orientieren und wird versuchen, unsere DDR-Athletin nicht zu weit weglaufen zu lassen. Petra Müller auf der Bahn 2 versucht sofort Anschluss zu finden. Sie macht das sehr gut. So wird der Abstand zu Sigrun Ludwigs und Gerda Haas nicht allzu groß. Die Österreicherin geht sehr schnell an. Sigrun Ludwigs kann natürlich auch 800 Meter laufen. Vielleicht kann sie auf dem zweiten oder auf dem letzten Teil der Strecke noch etwas ausrichten. Innen, Petra Müller liegt sehr gut. Wird Petra Müller Junioren-Europameisterin. Das Finish. Petra Müller gewinnt, ganz klar. Und zweiter Platz für Österreich und dritter für Bulgarien. Dann die BRD-Läufer von links und dann Sigrun Ludwigs. Aber Kompliment für Petra Müller. Dass sie gewinnt, hat man eigentlich nicht gedacht. Mehr
war anzunehmen, dass Sigrun Ludwigs hier vielleicht die Stärkere ist. Petra Müller vom Sportclub Chemie Halle, die bei Harald Werner trainiert, die eine Bestleistung von 52,31 hat und die nun eine neue persönliche Bestleistung in diesem Finale aufgestellt hat. Das Ergebnis: Petra Müller, die Junioren-Europameisterin, in 51,79, neue persönliche Bestleistung. Dann Gerda Haas, Österreich, 52,59. Dann Gurova, Bulgarien. Dann Lix, BRD, fünfte. Sigrun Ludwigs mit 53,26. Sie hat also ihre Spitzenleistung hier nicht erreicht. Dann Rascheva, Bulgarien. Dann Morris, Großbritannien. Und Slekrova aus der CSSR. Thomas Schönlebe, also auf der Bahn 7. Sein Stehvermögen in dieser Saison ist einfach nur zu bewundern. Jens Kauer. Durchgang im Speerwerfen der jungen Damen. Jana Köpping hat also ihre letzte Chance und es hat in dieser Konkurrenz tatsächlich noch eine Änderung gegeben. Denn Natalia Tschernjenko aus der UdSSR warf 62 Meter und 4 Zentimeter und liegt damit vorn. Aber jetzt achte ich erstmal auf den Wurf von der Jana. Das war ihr bester. Vielleicht bringt sie sich damit sogar noch auf einen Medaillenrang. Nachdem die Konkurrenz schon fast eingeschlafen schien, also nur noch einmal eine Steigerung der sowjetischen Athletin und auch von Jana Köpping. Jawohl, damit ist Jana dritte. Das könnte die Bronzemedaille werden. 59 Meter und 8 Zentimeter. Jetzt fällt die Entscheidung. Nur die Bulgarin Nikolova kann noch etwas ändern. Nein, die Entscheidung ist gefallen, denn sie hat nicht weiter geworfen als 59 Meter und 8 Zentimeter. Damit ist Junioren-Europameisterin Natalia Tschernjenko aus der UdSSR vor Trine Solberg aus Norwegen und unserer Jana Köpping vom ASK Vorwärts Potsdam. Die sowjetische Werferin hat tatsächlich kurz vor Toreschluss die Norwegerin noch übertrumpft und damit für den 8. Junioren-Europameistertitel der UdSSR gesorgt. Der 400-Meter-Sprinter Thomas Schönlebe errang für die DDR die 100. Goldmedaille bei Junioren-Europameisterschaften, also die Spiele vorher nicht eingeschlossen. Schaffen nun Katrin Wühn oder Christine Wachtel hier die 101. Diese beiden Mädchen sind Mitfavoritinnen über 800 Meter gegen Kolovic Jugoslawien, Giolitti Frankreich, Benz und Eckhardt BRD, Sapirova, UdSSR und Skett gleichfalls noch Jugoslawien. Christine Wachtel, die Inhaberin des Junioren-Weltrekordes mit 1,59,40, führt. Die Neubrandenburgerin ist eine ausgezeichnete 800-Meter-Läuferin, trainiert von Walter Gladrow, einem Haudegen, einem langen Könner in diesem Metier. Und sie wird hier flankiert von Katrin Wühn von Chemie Halle, die bei Bernd Lansky trainiert und auch schon knapp an die 2-Minuten-Grenze herankam. Katrin passiert die 400 Meter bei sehr gutem 58,24. Das ist für Juniorinnen wohl sehr gut. Dahinter dann die BRD-Läuferin Monika Benz, dann Filsa Saripova aus der UdSSR. Nur diese vier besitzen nach meiner Auffassung noch eine Chance. Können hier unsere beiden an beste Traditionen anknüpfen, an die Traditionen von Donat bis Antje Schreuter, von Hoffmeister bis Zinn. Die immer noch unseren Rekord hielt, den lief sie als Neubrandenburgerin. Also, Katrin Wühn von Chemie Halle ist vorn, dahinter Christine Wachtel aus Neubrandenburg, dann Monika Benz aus der BRD. Die anderen scheinen zu weit weg zu sein. Ja, es wird ein Sprintduell unserer beiden Kandidatinnen. Eine DDR-Läuferin gewinnt, Christine Wachtel jetzt neben der Katrin Wühn. Aber Katrin Wühn ist immer noch ganz knapp vorne. Es ist eine Überraschung in unserer Mannschaft. Aber den Anisoara Kuzmir aus Rumänien. Ihr Weltrekord steht ja auf 7 Meter und 41. Bei der WM erzielte sie 7 Meter und 15. Das reichte nur, so muss man sagen, zu Platz 2 hinter Heike Daute aus der DDR.
Zielgerade. Die Zielgerade innen Diane Dixon, USA, die noch mit knappem Vorsprung auf die letzten 100 Meter geht. Aber dann kommt Gaby Bussmann, bekannt stark auf den letzten 100 oder den letzten 50 Metern, die hier ganz klar Dixon überläuft. Es folgt hier am besten noch Rosalind Bryant aus den USA. Und den vierten Rang schließlich belegt Ute Timm. Die Zeit für Gaby Bussmann, 51,39 Sekunden. Das mag ein wenig enttäuschend klingen nach den hervorragenden Zeiten, die sie in dieser Saison schon gelaufen ist. Zuerst hat sie ja in München den deutschen Rekord erstmals unter 50 Sekunden gedrückt und dann bei der Weltmeisterschaft den DLV-Rekord sogar auf Schweiz. Dann Ulrike Denk aus Köln, Lucina Kalek aus Polen, die Europameisterin, dann Heike Filsinger aus Mannheim, Pam Page, dies die Läuferinnen. Ganz in Weiß, Lucina Kalek, die Europameisterin aus Polen, die ja in Helsinki fehlte. Zweite Position für Ulrike Denk. Und nur Platz 4 für die deutsche Rekordhalterin Heike Filsinger. In Führung liegt Margret Klinger, die Weltmeisterschaftsvierte. Noch zu beachten, Brigitte Kraus, jetzt an fünfter Stelle liegend. An dritter Stelle Doina Melinte aus Rumänien. Auch eine sehr starke Läuferin. Margit Klinger klar voraus. Jetzt greift Doina Melinte an. Dann Brigitte Kraus an dritter Stelle. Margit Klinger auf der Zielgeraden, ganz klar in Führung. Kann nicht mehr erreicht werden von den anderen Läuferinnen. Läuft eine prächtige Zeit, auch heute wieder. 1,57,99, ihr eigener deutscher Rekord, steht auf 1,57,22. Also ein glänzendes Rennen wiederum von Margit Klinger aus Obersuhl.